EA Sports. It's in the game. Hallo und willkommen zurück bei FIFA 17, The Journey. Ja, der gute Alexander, oder Alex Hunter, hat sich ja leider letzten Folge leicht verletzt. Ich weiß nicht, inwiefern das Auswirkungen jetzt auf unser Spiel hat. Wir werden es sehen. Erstmal, Alex Hunter macht sich bereit für seinen Pokaleinsatz. Ich mag's, wenn der Terminplan so richtig voll ist. Mal sehen, wie sich Alex Hunter im Pokal schlägt. Nächstes Mal wäre ich von West Ham fast schon mit einem Remis zufrieden. Ich glaube, wir sollten Hunter zurückholen. Tja. 1-0. Ich will mehr Alex Hunter. Ich will so viel wie möglich von dem sehen, ehe sie ihn zurückholen. Hat man schon mal. Das Beste am heutigen Spiel war das Tor von Alex Hunter. Der Nachwuchs macht das schon. Hat man auch schon mal. Nun gut, machen wir direkt weiter hier. Es ist das nächste Spiel gegen West Brom. Ich glaube im Pokal. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste jetzt anstehen. Die Verletzung scheint keine große Problematik für uns zu sein. Wir spielen von Anfang an hier im EFL Cup. Also rein in diese Partie. Gar nicht lange drumherum machen. So sieht's aus. Das sind die anderen Spiele. Chelsea hat schon die nächste Runde erreicht. Was bei Everton und Dingens da unten ist und so weiter, kann ich leider nicht sagen. Sehen wir es hier vielleicht. Da sehe ich nur unentschieden. Nee. Leicester ist leider raus. Wir gegen West Brom jetzt erst einmal mit der Chance auf ein Weiterkommen hier in the Hawthorns, würde ich jetzt mal sagen. Heute will ich mal eine richtig starke Leistung gegen West Brom. Ich will hier nicht nur wieder ein 1-0 wie die letzten beiden Spiele, diese knappen Dinger. Na, dann gehen wir mal rein in diese Partie. Also ich glaube, dass wir gegen West Brom auf jeden Fall eine Chance haben. Ziemlich gute sogar. Wir müssen nur unser Spiel aufziehen. Unser gutes Spiel. Nicht das, was wir in den letzten Wochen abgeliefert haben. Schönes Direktpassspiel. Da setzt er sich durch. Diame. Diame. Und da kommt der Hunter nicht dran. Schade. Sah aber schon mal ganz gut aus. Im Ansatz, ja, da war jetzt zu viel Taktik drin. Es war dann doch zu durchsichtig gespielt am Ende. Stark dazwischen gegangen. Und ab geht's. Über Diame, der sich richtig gut macht heute schon. Diame setzt sich da durch. Diame. Und da ist der Hunter, der kann sowas doch. Schade. Russ lässt West Brom weiter hoffen. Der Schuss war gar nicht schlecht, nur zu unplatziert. Wäre beinahe drin gewesen. Diame mit der Ecke, aber zu nah vor das Tor. Starker Kopfball. Ah. West Brom jetzt mal mit der Chance. Ja, der war erstmal wichtig, dass er ihn abwehrt. Der kam unangenehm. Handspiel gepfiffen. Huiuiui. Ich dachte schon, jetzt wird's gefährlich, aber dann kam der Pfiff. Und dann war es das auch schon. Ah, ihr hört die West Brom-Fans. Sie wollen natürlich hier heute siegreich von dannen gehen. Aber das wird eher unwahrscheinlich, denn Newcastle ist wirklich richtig stark, gut drauf. Der Hunter versucht, aber das war dann zu optimistisch, glaube ich. Gutes Pressing von Hunter hier, läuft auf und ab.
West Brom versucht jetzt mal ein wenig den Ball zu halten, verschleppt das Tempo. Aber solche Fehler dürfen dann halt nicht passieren. Das ist nicht gut. Boah, komm schon. Durch da. Und da gibt es die Ecke. Ist aber auch eng gewesen da in der Situation. Jetzt Richie auf den zweiten. Da kann sich der Hunter nicht durchsetzen im Kopfball. Der Duell ist halt nicht der größte. Eieiei. Stark gemacht. Sehr gut, sehr gut. Und die Chance. Es ist noch zu wenig. Und der kommt wieder gut. Nur nicht gut genug. Und der Ball wird wohl da hinten ins Ausgehen. Oder? Nee, der holt ihn noch vor. Ja, ich wollte ihn jetzt ausgehen lassen, verdammt. Ja, desto länger das Spiel dauert, desto schwieriger wird es für uns natürlich. Und das war ein starker Ballgewinn. Und das gibt dann die nächste Ecke. Also an Ecken mangelt es hier nicht heute. Diame, der kommt nicht schlecht. Aber die Ecken bisher keine so große Gefahr. Für das Tor von West Brom. Richie probiert es jetzt nochmal. Immer noch Richie. Mit der Hacke weitergeleitet. Und dann wird es da viel, viel zu eng. Tja, viele Tore werden es wohl wieder nicht werden. Aber es müssen welche werden. Jetzt wird es mal gefährlich. West Brom im Angriff. Hui. Da guckt der Hunter aber blöd aus der Wäsche fast. Der Schuss war richtig gut. Aufs kurze Eck gezogen. Das war jetzt eine gute Bewegung. Problem ist nur, es laufen zu wenige mit. Man könnte meinen, die haben dann eine Fünferabwehr. Ich bin mir da gar nicht ganz sicher. So eine 5-3-2-Aufstellung oder was weiß ich. So, kann der Hunter sich da mal durchsetzen? Er ist im Strafraum immer noch der Hunter. Ah, und der Abschluss dann zu wenig. Immerhin mal eine schicke Szene. Nur nicht großartig erfolgversprechend. Tja, so wird es wohl mit diesem 0:0 in die Halbzeitpause gehen. Vermute ich jetzt mal schwer. So ist es auch. Da ist die Halbzeit 0:0. Das ist natürlich jetzt nicht das, was sie sich gewünscht haben bisher. Wenn man sich das so anguckt. 7 Ballberührungen, 2 erfolgreiche Pässe. Davon war einer wichtig. Einer ging aufs Tor, einer daneben von Hunter. Schade, dass der eine nicht drin war. Aber da geht noch was. Ich bin schon mal froh, dass Alex Hunter nicht schwer verletzt ist, sondern dass alles seinen Lauf weiternehmen kann. Der war gut gespielt. Tja, und wieder mal kommt jetzt dieses Handballdingen. Der Strafraum ist richtig zugestellt von West Brom. Und der Hunter aus der Drehung, der ist drinne. Alex Hunter macht das Tor. Dreht sich, schließt ab durch die Beine am Torwart vorbei und rein ins Tor. Rein ins Glück. Hier nochmal, da sehen wir es durch die Beine. Für den Torwart schwer zu reagieren. Und dann ist der Ball drinne. Ja,
Das ist natürlich eine super Nachricht für Alexander und Newcastle United. Jetzt vielleicht mal mit Tempo nach vorne über Colbeck, aber der wird dann abgelaufen von seinem Gegenspieler. Ah, Newcastle will wechseln, sagt er gerade. Wappa, nicht gut, komm her. Bisher war West Brom nicht sonderlich gefährlich und dabei bleibt's auch. Der war gut, jetzt ein schöner Doppelpass. Ja, nicht Doppelpass, aber trotzdem kommt der Ball wieder zu Colbeck, der sich da super freistiehlt. Aber er ist da auf der rechten Seite einfach nicht derjenige, der den Ball anständig reinbringt. Verletzt sich da in dieser Szene sogar. West Brom wechselt ebenfalls. Lombard kommt, Ibrahimo geht. Und Hornley holt sich den Ball und jetzt natürlich ein bisschen Platz da. Es ist, naja, ein Spiel auf Augenhöhe, will ich jetzt nicht sagen, aber es plätschert gerade so dahin nach dem Tor. Es ist so, Newcastle will nicht, West Brom kann nicht, so ungefähr beschreibe ich das jetzt gerade mal. Tja. Schauen wir mal, was der nächste Angriff hier bietet mit Rondon. Und das ist natürlich gar nichts. Gibt einen Eckball. Eine Viertelstunde vor Ende der Partie. Und wie, die dicke Möglichkeit. Aber Krul ist zur Stelle und hält das Ei. Sauber geklärt erstmal. Schade. Und noch eine Ecke. Also, West Brom kommt jetzt nochmal in der Schlussphase. Trainerfeedback, du hast die Chance erkannt und im Strafraum das Tor gemacht. Schön, wie du im Strafraum aufs Tor geschossen hast. Ja, sowas. Unser Trainer ist zufrieden. Da hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Und das war eine starke Balleroberung von Lascale. Und da geht der Alexander ganz alleine aufs Tor zu. Das muss es doch sein. Alexander, 2-0. Alexander. Er zeigt, wie es geht. So macht man Tore. Sein zweites Tor heute, Alexander. Das müsste die Entscheidung gewesen sein für den Einzug in die nächste Runde des Pokals. Oh, da verlieren wir gerade die Kugel. Wow! Den haben wir aber nett abgegrätscht. Das sah auch ziemlich böse aus. Da holt er sich die Kugel. Alexander, nochmal ein weiter raus jetzt. Und da ist er! Alexander mit der Chance auf ein Dreierpack. Boah, das wär's gewesen.
course. There's some potential in this move. And it's Ricky Lambert. Und wieder eine Grätsche im richtigen Augenblick. Und am Ende können wir hier wohl sagen, dieser Sieg geht in Ordnung. Boah, weg damit. Alla. West Brom einfach zu ungefährlich im Endeffekt. Und jetzt hat der Alex die Chance aufs Dritte und er macht das auch. Sein erster Hattrick. Lupenreiner Hattrick. Das ist ja mal geil. Ein Dreierpack von Alex Hunter. Von uns. So muss das sein. Aber West Brom hat uns das auch sehr, sehr leicht gemacht. Das muss man natürlich dazu sagen. Haben uns da laufen lassen. Und das war's dann. Alex Hunter mit seinem ersten Dreierpack in einem Pflichtspiel und das in so einem wichtigen Pokalspiel. Da kann er sich feiern lassen. Holt sich den Ball ab, der gute Alex. 6 Schüsse, 3 Tore. Geile Sache auf alle Fälle. Können wir mal in die Statistiken schauen. Hier erstmal toll, wie du diesen Dreierpack erzielt hast. Super Technik, was für ein eleganter Treffer. Du hast die Chance erkannt und eine Strafe vom Tor gemacht und so weiter. Wie immer, ja, 3 Tore, Wertung 10,0, was will man mehr. 14 Ballberührungen, 100% Passquote, 5 erfolgreiche Pässe, ein wichtiger dabei. Und dann nochmal die Tore, 2-mal rechts, 1-mal links, mehr wie halb mittig. 2 gingen vorbei, einer ging noch aufs Tor. Also alles gut in dieser aufreibenden Partie. Schauen wir mal, ob es ein Interview gibt oder irgendeine andere Belohnung. Wäre natürlich geil. Spielbelohnung natürlich. Erstmal der Startelf-Bonus. Und der Torschützen-Bonus obendrauf. Das dürfte unseren Transferwert gesteigert haben. So, jetzt sind wir bei 6 Millionen angekommen. Genauso wie Follower, die immer mehr werden. Die Stärke von 69 nun erreicht. Schade, kein Interview nach dieser Partie. Hätte ich mir gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Was haben wir denn da? Mein Junge Alex Hunter ist heute bei Newcastle in der Startelf. Immer nur bergauf, denn natürlich. Alex Hunter in der Startelf, das ist ein echter Vollblutkicker. Hoffentlich auch ein echter Vollblutknipser. Na, da sind wir doch schon. Newcastle 0-3. Gewonnen natürlich. Alex Hunter hat's drauf. Ich mag den Typ. Gute Leistung von Alex Hunter heute. Alex Hunter, wie ist es gelaufen gegen West Brom? Hast du ja gesehen. Wir gewinnen. Ihr nicht. Gibt's im Pokal eigentlich da jetzt da schon eine Auslosung? Ja, Newcastle trifft auf Chelsea. Wir treffen damit auf Mourinho. Das ist doch mal eine nette Voraussicht auf die nächste Pokalrunde. So. Ansonsten, wie geht's weiter? Gegen Nottingham Forest. Nein, ich will nicht beenden. Es geht gegen Nottingham Forest. Eine Mannschaft, die irgendwo unter ferner Liefen laufen. Da unten sind sie auf Platz 18. Ein Sieg bisher nur. Während Newcastle United nach wie vor auf Tuchfühlung nach oben, 3 Punkte hinter Derby County, dem Tabellenführer, steht. Vielleicht wird das ja noch was, aber nicht mehr in dieser Folge. Denn das war's dann auch für dieses Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei The Journey zu FIFA 17. Haut's rein und macht's gut, sagt euch euer Bussard. Also, bis zum nächsten Mal.